Drüben ist ein bisschen so blau und so, ein bisschen Sonne und da gehen wir nachher hoch. Und jetzt gibt's einen Kaffee. Das ist ein schönes, schlankes Beinchen hat. Das wird dann spät, weißt du, wenn wir bei YouTube sehen. Ja, da kommt der Schwarze. Nicht so weit. Du brauchst einen Selfie-Stick. So, echt, weißt du, einen kleinen Stecker oder so? Du brauchst eine Kamera. Geht doch, schau. Das erste Mal mit Schneeschuh. Gewohnt, gewöhnungsbedürftig. Die nackten Beine lassen weg. Ja, mein kleiner Schwenk nach links. Geht schon los, oder? Es ist schon längst losgekommen. Ja, Thomas, ein super toller Tag heute. So kann ich mir aufnehmen, dass ich mich so alt. Jetzt wackelt er wieder. So ist gut. So ist fein. Ja, ja. Warte, ich habe Ding, jetzt gehe ein bisschen raus. Halt, bleib da. Jetzt springt er aus dem Vorder raus. Anstrengend. Wird es aber richtig warm? Mein super Tag heute. Thomas, super Tag heute. Ja, ja, einwandfrei. Sag ja. Haben wir alles diesem Kali zum Verdanken. Ja. Oh. Anstrengend. Die haben gesagt, mir steht die Mütze nicht. Jetzt habe ich die andere angezogen. Schönes, gell? Klasse. So, jetzt kommt der Thomas den Berg hoch. Unter der Wolkenschlicht liegt Oberammergau und hinten, ungefähr in der Mitte, da geht es dann über auf den Etalesadel. Irgendwo da hinten ist die Pirschlinghütte. Schauen wir mal zurück. Jetzt sehen wir da gleich Unterammergau. Das kann man so ein bisschen erkennen, es ist zwar ein bisschen Dunst drüber, aber man kann es erkennen. Kleiner Rundumblick. Nebelein, schau Thomas. Ja, ja. Da siehst du nichts. Die sollen einen richtigen Nebel zu bestecken. Genau, die sollen verrecken. An Tuberkulose und Nebelhuschen. Schön. Wie lange haben wir noch zu der Hütte, Kali? 10 Minuten, oder? Ja, 10 Minuten. Okay. Da ist das mittlere, jetzt an links, da gehen wir vorbei und das vordere laufen wir jetzt auch mal vorbei. Einwandfrei. Das hat sich überhaupt nicht gestellt an. Mit euch zwei überhaupt nicht. Ja, das ist einfach halt der Ruhe, ist wieder gelöst. Ja. Das ist schon hier.
muss der erste Bus kommen. Jetzt kommt der erste Bus, haben wir gedacht, 3:45 Uhr, um 5 Uhr muss der erste Bus kommen. Ja. Wir hocken in die Haltestelle rein. Das Dumme war bloß, ich bin kurz eingenickt. Wir müssen ein bisschen für die Tennismannschaft müssen wir ein Foto machen. Ich mache eins von euch. Oder du? Hey, so, und ich probiere es jetzt mit meinem Rodel. Wo sieht man denn? Mal schauen, muss Schatten machen. Ich glaube, da ist er, gell? So. Zum Laufen habe ich keine Lust, weil der Rodel mir dauernd in die Füße fährt. Juhu! Der Kali und der Stefan. Der Kali und der Stefan, die sind am Berg wieder teilweise durch den Wald runtergelaufen zum Laufen. Habe ich keine Lust gehabt, weil mit der Schritten da unten den Fuß rein fährt bergab. Jetzt bin ich den Forstweg runtergefahren. Anfangs war er recht steil, das ist ganz gut gegangen. Und jetzt bin ich unten Bad Kohlgrub. Und jetzt laufe ich dann Saulgau Richtung Unterammergau. Und da werden wir uns schon irgendwo mal wieder treffen. Wir haben ja Handy, wir haben alles dabei. Gell? Hä? Schön, gell? Schon? Ha! Wir haben es bald geschafft. Nur noch 5 Kilometer. Ah, ein Klacks.